Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. So, wir sind wieder dran, also ich. Und ich wollte sagen, ich habe Pokémon trainiert, weil ich die letzten ziemlich schwach fand, wo wir gegen die Arena-Leiterin gekämpft haben. Ich habe eigentlich fast alle auf 40 trainiert, außer die beiden hier, Pupita und Handweise. Und Gengar hat Dings trainiert. Also, wir haben Gengar erhalten. Also, Dings, Begragonat hat ihn trainiert. Also würde ich sagen, wir gehen schon mal auf der nächsten Route und gucken, was uns hier erwartet. Also hat er sich schon gegen die schon gekämpft, wie es aussieht schon. Aber hier waren Bären, die würde ich pflücken, weil ich pflücke immer Bären. Kann man immer gut gebrauchen. Ja. Den Grund, weswegen ich Hornweise und Pupita nicht da weiter trainiert habe, ist, dass Pupita nach 3-4 Kämpfen mal K.O. war. Und Hornweise hat da überhaupt nichts gezockt, also von Attacken aus. Ich glaube, hier müssten wir gleich in Trosto oder so sein. Ja, na? Gut. Was gibt's hier so? Da ist doch bestimmt ein Item versteckt, oder? Nee, doch nicht. Und hoch. Auch ein neues pennen wir gleich erstmal. Komm schon, das schaffst du. Noch eine Attacke, komm schon, Pupita. Aber ich glaube, der pennt jetzt, oder? Yep. Geradax. Ich weiß ja nicht, haben wir eine Chance mit Hornweise? Ach nee. Ach so, ich dachte, das ist so eine Attacke, wo man sich verliebt oder so. Naja, wäre ein bisschen komisch, ne? Zwei Mädels. Oh, ey, ich wechsle das Pokémon. Das dauert mich zu lange. Ich weiß nicht, ich glaube, Magma müsste sich eigentlich auch bald entwickeln. Ich glaube zwischen 40 und 50, ich bin mir aber jetzt nicht da sicher. Ja, und Pupita entwickelt sich, glaube ich, erst auf 55 zu Despota. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da haben sich, glaube ich, alle Pokémon bei uns entwickelt, oder? Ja. Ein Radikal, oh nee, ich hoffe, es setzt keinen Hyperzahn ein. Thank you.
Wir haben einen Sonderbonbon. Nee, den will ich aber noch nicht einsetzen. Ich will immer so einen Sonderbonbon einsetzen, wenn man wirklich so. Wenn man den wirklich braucht und nicht einfach so aus Laune. Was war denn das denn gerade? Okay. Ein Rosana, ui, nicht gut. Yeah, 38. Rundum weiße 37. Schlagbefehl. Da muss ich mir erstmal die Attacke durchlesen. 90? Na klar, lernen wir die. Schlitzer zieht 70. Ibunka auch 70. Ich mache dafür Verfolgung, glaube ich, weg, weil durch diesen Heil-Dings-Befehl oder so. Ach ne, hieß die auch Heil? Was hatte ich da für eine Attacke? Moment, muss ich mal nachsehen. Schlagbefehl und Heil-Befehl. Ich meine, Heil-Befehl ist also eine sehr gute Attacke, also. Und wenn ich die vielleicht weggemacht hätte, hätte ich Ärger bekommen. Der Korn von Carbonat. Hier gibt es ja noch so eine Höhle oder sowas. Ist das eine Höhle? Ach, da ist ein Item, dafür brauchen wir ein Pokémon. Warum, hier ist der angelaufen. Barry! Ich glaube, ich würde sagen, ich erkunde erstmal hier die Stadt und ja. Was mir aufgefallen ist, glaube ich, in meinem Part, wenn ich in den Supermarkt reingegangen bin, ich habe nie Leute angesprochen, die da im Supermarkt drin waren, glaube ich zumindest, weiß ich jetzt nicht. Okay, davon haben wir genug. Ich belebe. V
Feuer und Eisheiler kaufe ich eigentlich überhaupt nie, deswegen sage ich, brauchen wir nicht. Superschutz, da hole ich 5. So, muss reichen. Ach so, ich soll meinen 12-Klops, glaube ich, fangen. Kein Bock. So, dann heilen wir erstmal die Pokémon. Dieses Pikachu will bestimmt kämpfen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich hoffe, es hat auch ein Pikachu oder ein Elektro-Typ, weil wir sind hier mit Puffy-Star, Freunde. Ich finde hier Pikachu ist ziemlich, ich weiß nicht, dunkel, orange so. Also zwar jetzt nicht hier auf dem Bild, also allgemein da, wenn man Pokémon jetzt dann in der Story irgendwo sieht. Ach ja, hier gibt es ja die Pokémon-Pension. Cool, Pokémon-History. Warte mal, ich will was ausprobieren. Ich gebe jetzt mal irgendein Pokémon jetzt die Pensionleiter, weil wir müssten wir, glaube ich, das Dings kriegen. Was brauchen wir denn überhaupt nicht? Evoli. Nein, Evoli, das bin ich. Das hier. Immer kurz auf Pause, Leute. So, da ist die Person, die uns gleich in Poke-Catch-Dings gibt. So. Ich drück mal kurz auf Pause, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Bis gleich. So, hier ist das Item, was ich holen will. Stahlflügel, cool. Ich würde sagen, ich beende hier gleich den Part und ich glaube, die Ruinen werden Dings erkundigen wie Kragonite, weil ich habe ja nicht mehr Zeit dafür. Also bis zum nächsten Mal und ciao.